Was geht ab, meine Z-Fighter? Ozor hier mit der Dragon Ball Super Review zur Folge 124. Und in dieser Folge ist wirklich etwas passiert, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, komischerweise. Also es hat mich total geschockt, wenn ich ehrlich bin. Darauf kommen wir aber am Ende des Reviews zu sprechen. Zuvor fangen wir natürlich mit dem Anfang der Folge an. Was ging in der Folge ab? Wir haben am Anfang gesehen, dass Vegeta und Goku weiterhin gegen Jiren gekämpft haben. Sie haben weiterhin quasi gegen ihn zugeschlagen. Also mehr hat man auch quasi nicht gesehen. Das waren die ersten paar Minuten, dass sie da auf Jiren draufgehauen haben, Jiren zurückgedrängt haben, bis dann Jiren jedoch wieder weggekommen ist mit voller Kraft. An der Stelle, was ich ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, schade finde, ist, dass sie der Form von Vegeta so wenig Impact verleihen. Es ist nämlich eine neue Transformation und wir haben bis dazu kaum was gesehen, kaum was zur Form gesehen. Ich hoffe, das kommt noch. Also früher oder später sollte irgendwas dazu kommen, dass wir auch wirklich sehen, was die Form drauf hat. Denn, versteht mich nicht falsch, bis jetzt ist die Sache so, er hat eine neue Transformation bekommen. Die Idee dahinter, warum er sie bekommen hat, wie er sie bekommen hat, weshalb er sie bekommen hat, ist wirklich sehr, sehr geil. 1A, da stehe ich total dahinter. Jedoch haben wir davon nichts gesehen. Also das quasi hat seine Form bekommen. Hier nimm endlich seine Form und gib Ruhe. Also wenn wir das kurz vergleichen, nicht, Leute, nicht vom Power Level, nicht von der Kraft her, sondern wir vergleichen das mit der Darstellung von Ultra Goku, wie Ultra Goku dargestellt wurde, beziehungsweise wie an sich immer neue Transformationen in Super dargestellt werden. Normal ist es immer so, wenn ein Charakter eine neue Form bekommt, ist meistens sogar quasi am Ende einer Folge, gebe ich euch recht, aber da sieht man dann quasi dann schon, was diese Form drauf hat, mit nur einem Impact Move, ja. Zum Beispiel, was ich damit meine, ist, Goku wurde zu Ultra Goku, bam. Alle Lichter waren auf diese Form gedreht, er hat einen Move gemacht, sei es was es auch immer war, aber dieser hatte Impact, dieser hat verliehen, dieser hat gesagt, wow, okay, Goku hat es verändert, Goku hat jetzt was drauf. Bei Vegetas neue Form ist leider so, okay, er hat seine neue Form, geil, er sieht geil aus, wie gesagt, warum er das hat und so und so fort, 1A, aber die Darstellung, die Inszenierung, die fehlt mir bis heute noch, komischerweise. Also er ist einfach mit Goku vorgerusht, Standard Moves und das war's. Also ich hoffe, da kommt wirklich noch was. Ich hoffe, die haben sich das aufgehoben für die neue Form. Und das muss uns schon dann auf jeden Fall umhauen, denn ich finde das ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist nicht Thema der Folge, denn dann kam Dispo und hat kurz nach links geschaut oder wo noch immer. Und hat gemeint, okay, Jiren macht jetzt ernst, ich mache auch ernst. Jiren kämpft gegen Vegeta und Goku, wie wir wissen. Und in der anderen Szene haben wir Toppo gegen C17. Und in der dritten Szene Freezer gegen Dispo. Freezer gegen Dispo war am Anfang quasi, beziehungsweise der Hauptteil der Folge. Und zu Freezer gegen Dispo ist quasi so ein Kampf gewesen der Geschwindigkeit. Also Dispo hat wirklich nichts anderes drauf, außer Speed. Sie stellen ihn auch dar, dass er wirklich Speed hat, ein Geschwindigkeitskämpfer ist, einfach nur auf Speed ausgesetzt ist. Das hat er in der Folge sehr gut gezeigt. Freezer hat es ein bisschen zurückdrängen lassen, konnte am Anfang nicht mithalten. Jedoch, wie wir dann Freezer kennen, ein bisschen hinterhältig er ist. konnte er dann quasi doch irgendwie mithalten und hat Dispo wieder mit seinem Schweif gepackt und ihm gezeigt, hey, jetzt machen wir kurz langsam, ich kann hier mithalten, das ist ja gar nichts quasi. Dann kam ein Angebot von Freezer, dann kam ein interessantes Angebot von Freezer, nämlich er hat Dispo saß quasi vor ihm, gekniet, sagen wir es besser, er war in der Hocke, er war auf den Knien und Freezer hat ihn gezeigt, wurde auch gut dargestellt, fand ich, mit Freezers Augen, wie er herabgeschaut hat. Er hat gesagt, ey, lass bitte einen Vorschlag machen. Momentan seid ihr im Nachteil. Wir haben 4 Krieger, ihr habt 3. Gibt dir die Garantie, dass Jiren, also Jiren ist stark, aber wer gibt dir die Garantie, dass Jiren bis zum Ende des Turniers die letzten verbleibenden 7 Minuten durchhält und beziehungsweise Goku und Vegeta nicht aus dem Ring haut, sodass Universum 7 anhand der Anzahl der Teilnehmer gewinnt. Er hat dann gemeint, falls das eintrifft, beziehungsweise soll heißen, dass quasi Freezer seine eigenen Leute angreift. Aber er will im Gegenzug dafür, dass Dispo ihn mit den Super Dragon Balls zum Leben wieder erweckt. Und also wenn Universum 11 gewinnt. Und das war quasi seine Bedingung. Ja, kurz zu fassen, Freezer hintergeht dann Universum 7, aber möchte dann von Universum 11, dass sie ihn wiederbeleben mit den Super Dragon Balls. Die Zuschauer in Universum 7, wie haben sie darauf reagiert? Bills hat angeschrien, nicht schon wieder Freezer und so, raftig quasi. Aber Piccolo und Krillin haben es gelassen gesehen, denn sie haben gemeint, das hat er schon mal abgezogen und wer weiß, was Freezer wirklich vorhat. Also sollte man seine Worte nicht ernst nehmen.
Dispo dagegen, also Dispo haben sie am Anfang so dargestellt, als hätte er wirklich ein Problem mit dieser Wahl, als hätte er wirklich nachdenken müssen, zweifeln müssen, soll ich es machen, soll ich nicht, als wäre in der Ecke gedrängt. Aber hat er kurz auf Freezer heraufgeschaut, ist aufgeschaut und gesagt, auf gar keinen Fall, ich gehe keinen Pakt mit dem Bösen ein. Und dann hat Dispo sich in eine lila Aura umschlingelt, eine lila Aura, lila Kiatin quasi umschlingelt. Und das fand ich cool, das hat mich, um ehrlich zu sein, an Beerus erinnert. Wir wissen zwar nicht, ob Dispo wirklich von der Rasse von Beerus ist, ich meine, sie sehen gleich aus wie Champa, aber das wurde niemals erwähnt oder so, da wurde gar nichts dazu erwähnt, aber ich fand wirklich, in der Szene sah er aus wie Beerus, das finde ich sehr, sehr cool. Er wurde endlich mal ernst, denn zuvor war er immer einer, okay, der hat jetzt zwar Speed, aber GG, das war es auch schon für mich, ich habe ihn nie als Bedrohung angesehen. Dann jedoch, sie haben ihm quasi den Namen Maximum Speed oder sowas gegeben. Dann jedoch hat Dispo ernst gemeint und hat gesehen, okay, dieses Speed Power-Up, der war insane, der hatte schon auf jeden Fall was drauf und er hatte sogar Freezer in der Golden Form fast rausgestoßen. An der Stelle möchte ich kurz anmerken, Golden Form von Freezer ist wirklich sehr, sehr geil, aber warum benutzen immer dieselbe Animation bei der Verwandlung? Also ich meine, da könnten sie auch ruhig was anfangen. Da tut Freezer einfach mal seinen Rücken um 180 Grad einfach mal kränken. Das sieht so krank für mich aus. Der tut sie so nach hinten. Der tut so die Brust rausschrecken, dass sein Rücken quasi, das sieht für mich immer so aus, als würde sein Unterrücken brechen. Also ich finde, da können sie auch gerne mal eine neue Animation raushauen. Aber wie gesagt, das sah dann so aus, als hätte Freezer kurz vorm Ausstoßen Golden Freezer. Dann kam mir noch Gohan zu Hilfe. Also hat Toppo quasi mit Zitzen weitergekämpft und Gohan kam zu Hilfe. Dann war es 2 gegen 1, Gohan und Golden Freezer gegen Dispo. Und diesen Kampf fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ich fand den Kampf gut getroffen. Wie gut getroffen? Damit meine ich, in der Macht, was Gohan zur Verfügung stand, hatte wirklich alles gegeben. Denn Dispo war wirklich sehr, sehr schnell. Also sie haben ihn kaum aufhalten können. Sie haben immer versucht, beziehungsweise Gohan war aufgefallen. Als sie versucht haben, ihn mit Ki-Attacken zu treffen, ist Gohan aufgefallen, dass, also klar, Dispo dodge das ganz easy weg, aber ihm ist aufgefallen, dass sie seine Bewegung einschränken können. Das hat Gohan Golden Freezer signalisiert. Er ist daraufhin, also Gohan ist auf Dispo vorher gestürmt und Dispo hat ihn einen Hieb verpasst und das war der Punkt für Freezer. Er hat dann quasi seine 10 Fingerpistolen benutzt, um einen Käfig, ähnlich wie Doflamingo mit seinen Fäden auf One Piece, die One Piece Liebhaber wissen da Bescheid, auf Dressrosa, hat er quasi ein Schlachtfeld, ein Käfig-Match kreiert für Gohan gegen Dispo. Und da haben wir dann wirklich gesehen, dass Dispo nur auf Speed ausgelegt ist, denn sobald seine Bewegungen eingeschränkt waren, konnte er gar nichts. Also gar nichts, nichts, aber Gohan konnte mit ihm mithalten. Das fand ich atemberaubend. Atemberaubend ist vielleicht zu übertrieben, aber ich fand das erstaunlich, dass Gohan da mithalten konnte. Gohan ist nicht schwach, aber wir wissen, Gohan hat lange nicht trainiert. Und das, was Gohan liefert, finde ich für seine Macht, was ihm zur Verfügung steht, 1A. Denn er konnte mit Dispo mithalten, gab es einen Schlagabtausch und so weiter und so fort, hat ihn ein, zweimal gegen Käfig gebatcht und Käfig hat natürlich Dispo Schaden angerichtet. Einmal wurde auch Gohan getroffen. Aber dann hat Gohan langsam versucht, ihn zum finalen Hieb raus auszuholen, um Dispo zu besiegen. Jedoch hat der Käfig hat wirklich sehr an Freezers Ausdauer gezerrt. Wirklich sehr, das hat man gemerkt. Und da merkt man auch wirklich, dass die Golden Freezer Form zwar sehr stark ist, aber da fehlt es einfach. Also ist noch nicht perfekt, sagen wir mal. Er ist noch nicht so drauf, wie Goku den Blue hat und Vegeta den Blue drauf hat. Jedenfalls, dann war es kurz vor dem finalen Schlag, ging der Käfig zu Neige und ich dachte dann kurz, das war's für Gohan. Denn dann kam wirklich eine sehr dramatische Szene. Dispo ging quasi runter, geduckt runter, war kurz davor zum finalen ihr Hieb auszuholen, weil er hat wieder voll Bewegung, 360 Grad. Aber dann hat Gohan ihn gepackt, boom, hatte ihn im Griff. Dispo hatte keine Chance mehr. Dann dachte ich mir, oh, warte mal, das kenne ich. Das hat mich sehr stark an die Szene von Raditz gegen Piccolo und Goku erinnert. Da hat Goku Raditz festgehalten und Piccolo hat mit der Höllenpistole durch beide durchgebrettert. Gohan hat signalisiert, Freezer jetzt! Und Freezer hat das so genossen. Er hat auf einmal wieder so teuflisch gegrinst. Nichts lieber als das. Boom, packt einen Angriff raus. Und dann, GG, der Daishinkan. Universums 11 Dispo, Universum 7 Gohan sind ausgeschieden. Und das musste ich erstmal schlucken, weil ich hatte wirklich
Klar, also nachdem er Gohan in der Dispo gepackt hat, war es klar, dass er rausfliegt. Aber das hat mich schockiert, dass Gohan so rausgeflogen ist, weil ich wirklich gedacht habe, Gohan und C17 werden bis zum Schluss gegen Turbo kämpfen. Und Golden Freezer wird keine Schwierigkeiten gegen Dispo haben. Also so haben sie Gohan rausgehauen. Ist ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Ich meine, Gohan hat das gemacht, was ihm zur Macht steht. Das war seine vollste Macht als Leader von Universum 7. Als Taktiker hat er alles gegeben. Er hat dafür gesorgt, dass Dispo raus ist. Er hat quasi, ja, ich kann es nur wiederholen, alles, was in seiner Macht steht, getan. Und das fand ich gut. Und ich fand es wirklich gut, dass sie ihm auf einmal kein Power-Up gegeben haben, sodass er auf einmal in der Lage war, Dispo und Toppo zu besiegen. Das war unrealistisch, weil Gohan lange nicht mehr gekämpft hat. Und das Power-Level der Götter, also ich nenne es aus vorsichtigerweise die Götter, weil sie wirklich viel, viel stärker sind als Gohan eigentlich. Auch Dispo und Toppo vom Power-Level. Deswegen fand ich das gut. Ich fand das wirklich gut, so wie das gemacht haben. Ben hätte jetzt, wie gesagt, irgendein Power-Level gemacht, das wäre unlogisch. So wie wir Dragon Ball kennen, hauen sie wirklich ein, zwei Power-Level raus und dann ist die Community, ja, GG, das geht doch gar nicht. Deswegen fand ich es, wenn ich so im Nachhinein überlege, haben sie das Beste draus gemacht. Eigentlich nur war es wirklich schockierend, dass Gohan auf einmal draußen war. Also ich habe mit der Folge gar nicht damit gerechnet. Wie kam das auf euch zu, Leute? Wie habt ihr das empfunden? Steht ihr mir dazu? Oder seht ihr das komplett anders? Seid ihr da ein bisschen gekränkt, als Gohan draußen ist? Eure Meinung würde mich gerne interessieren. Runter in die Kommentare mit euch. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen, mein Review dazu. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Peace.